Naja, es war ja eigentlich sehr schnell klar, das ist die erste Pandemie, in der wir mitten in der digitalen Transformation sind. Auch die erste, denke ich mal, Pandemie, wo man wirklich auch den Nutzen von Digitalisierung sehen kann. Also gerade in Pandemiezeiten werden digitale Tools immer wichtiger, weil der uneingeschränkte Zugang zum Arzt ist ja nicht mehr da. Das heißt, wenn ich jetzt Menschen erreichen will und will denen medizinische Unterstützung geben, dann brauche ich sowas wie eine App. Wenn man solche Apps zukünftig schneller entwickeln will und nachhaltiger, dann braucht man genauso ein Projekt wie Compass, damit eben all diese Fragen einmal beantwortet werden für alle. Digitalisierung in der Medizin ist natürlich jetzt vor allem auch in diesen ganzen neuen Technologien, Mobile Health, Mobile Sensoring, ein ganz wichtiger Aspekt. Und der wird einen riesigen Schritt, sage ich mal, durch die Pandemie nach vorne machen. Und ich glaube, das ist ein hervorragender Weg, wie wir die Datenerhebungssituation in Studien nochmal auf ein neues Level heben können. Uns sind besonders wichtig Aspekte jetzt, die auch neben der rein technischen Entwicklung von Bedeutung sind, nämlich zum einen ethische Fragen, aber auch Nachhaltigkeit. Die schönste App mit den tollsten Features nützt uns nichts, wenn diejenigen, die sie nutzen sollen, sie nicht nutzen wollen oder nicht nutzen können. Wir wollen internationale Standards benutzen und wir legen diese Standards offen, damit jeder teilnehmen kann, das weiterzuentwickeln. Das Compass-Projekt ist sehr international, wir sind sehr gut vernetzt in ganz Europa. Wir bringen die Ideen auch in die Europäische Union mit ein und die Gedanken und sind sehr gut vernetzt. Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen, dass die Digitalisierung der Medizin Fahrt aufgenommen hat. Es sind Plattformen schon entstanden, es sind technologische Entwicklungen schon entstanden, es sind viele Dokumente, die ganz neue Erkenntnisse hervorbringen. Also da ist ja kurzer Zeit sehr viel entstanden. Das Projekt funktioniert jetzt schon und das, was da rauskommt, wird auch auf die Dauer funktionieren. Deutschland ist das erste Land der Welt, wo sie Apps verschreiben können. Covid-19 wird irgendwann hoffentlich weggehen, die Digitalisierung nicht. Dass 9 Unikliniker hier zusammenarbeiten, ihre Expertisen in den verschiedensten Feldern der App-Entwicklung hier bündeln und das dann eben einem ganzen Netzwerk als Open Source zur Verfügung stellen, das ist, glaube ich, etwas, was in der Form nicht so oft vorkommt. Die Kooperationen sind natürlich sehr wichtig und speziell nochmal zu so Partnern wie dem RKI, die uns auch an ganz vielen Stellen fürs Projekt hilft, aber auch für die weitere Vernetzung. Und das Gefühl, auch jetzt in diesem starken Netzwerk und dieses starke Konsortium, das ist ein sehr, sehr gutes. Also da wird das Compass-Projekt sicher erhebliche Fortschritte bringen. Und das ist genau die Stärke von Universitätskliniken, Versorgung und Forschung zusammenzubringen. Und das im Netzwerk ist eigentlich das Beste, was da passieren kann.